Die Anfänge mit dem Hula-Hoop-Reifen zeigen. Und zwar, wie man den Reifen um den Bauch dreht, wie man anfängt, mit dem Reifen Schritte zu machen und sich in Reifenrichtung zu drehen, sowie gegen Reifenrichtung zu drehen. Meine Kamera hat einen kleinen Knacks weg, die stellt immer wieder auf unscharf. Ich hoffe, dass es dennoch geht und versuche es einfach mal und wünsche euch viel Spaß dabei. Und zwar steigen wir in den Reifen rein, legen den Reifen am Rücken an, etwa so auf Bauchnabelhöhe. Ich stütze den Reifen mit meinen Unterarmen an beiden Seiten, sodass der Reifen gut aufliegt auf den Arm und am Rücken. Daraufhin versetze ich dem Reifen einen Schwung mit meinen Armen und im gleichen Moment muss man anfangen, seinen Körper zu bewegen. Und zwar, damit der Reifen in Rotation bleibt am Bauch, muss man den Körper vor und zurück bewegen. Man kann dabei entweder mit den Beinen ein Fußbreit auseinanderstehen oder auch mit einem Bein nach vorne und einem Bein nach hinten. Das muss man für sich selbst ausprobieren, was für den einen bequemer ist. Ja, und dann hat man den Reifen hier hinten und setzt den Körper in Bewegung, während man schon Schwung gibt. Dadurch hat man Kontaktpunkte, wo der Reifen immer wieder Schwung kriegt. Das ist einmal hier vorne am Bauch. Ich drehe jetzt links rum in diesem Video, deswegen habe ich einen Kontaktpunkt rechts vorne am Bauch und einen Kontaktpunkt links hinten am Rücken. Einmal dieser Punkt und dieser Punkt. Und jedes Mal, wenn der Reifen hier rumkommt und hinten rumkommt, kann ich dem Reifen Schwung geben und der bleibt an meinem Bauch. Ich führe es mal vor. Einmal hinten am Rücken angelegt, mit den Armen gestützt, dem Reifen Schwung geben. Ich gebe den Reifen Schwung links rum, es geht genauso gut rechts rum. Man muss für sich herausfinden, in welche Richtung es besser klappt. Vielleicht einfach mal beide Seiten probieren. Mir gelingt links rum deutlich besser als rechts rum. Und zwar gebe ich dem Reifen Schwung nach links und bewege meinen Körper vor und zurück. Mehr so den Unterkörper, ich hole mir ein bisschen Schwung aus den Beinen. Und hier sind auch die Kontaktpunkte, von denen ich eben gesprochen habe. Und da drücke ich jedes Mal. Dadurch bleibt der Reifen am Bauch. Sollte der Reifen langsam runterrutschen, kann man entweder schneller nach vorne und zurück sich bewegen. Dadurch wandert der Reifen hoch. Oder man geht leicht in die Knie und dreht den Körper um Kreis. Kleine kreisende Bewegungen machen. Und dadurch wandert der Reifen auch höher. Ich demonstriere das nochmal. Jetzt verspielen wir den Reifen. Jetzt rutscht er langsam wieder runter. Und dadurch gehe ich in die Knie, drehe den Körper im Kreis und der Reifen ist wieder oben. Oder aber er fällt und ich drücke vor und zurück etwas schneller und dadurch kommt er wieder hoch. Als nächstes, wenn ihr das gut könnt und damit überhaupt keine Probleme habt, könnt ihr euch dran wagen, mit dem Reifen Schritte zu machen. Ja, ich habe hier viel mehr Vielfalt, macht unheimlich viel Spaß, sich zur Musik mit dem Reifen zu bewegen in alle Richtungen. Und es gibt so, da kommt es auch wieder auf die Kontaktpunkte an. Jedes Mal, wenn ihr den Reifen spürt, egal ob hier vorne oder hier hinten, könnt ihr mit dem Fuß einen Schritt machen. Nach vorne geht es vermutlich am Anfang etwas leichter als nach hinten. Spürt in euren Körper hinein und schaut, wo eure Kontaktpunkte sind, wo der Reifen aufliegt. Und immer dann, wenn ihr ihn spürt, geht ihr einen Schritt. Nach einer Zeit wird ihr schneller werden, werdet vermutlich größere Schritte machen können. Und die Schritte auch in alle Richtungen machen können. Sollte auch da der Reifen fallen, geht wieder in die Knie, schüttelt den Reifen etwas hoch. Als nächstes wollen wir uns Stops, Richtungswechseln widmen. Und zwar sowas hier. Dann spiele ich links rum. Zack,
dann spiele ich rechts rum. Oder nonstop immer wieder die Richtung zu wechseln, und zwar einmal so und einmal so. Im Prinzip ist es das gleiche, wie wenn man startet. Wenn man mit dem Reifen am Bauch startet, anfängt, um in den Bauch zu spielen, dann hat man den Reifen hier auf den Unterarmen liegen. Und das gleiche macht man, wenn man die Stops macht. Das geht jedoch immer nur dann. Du kannst links den Reifen stoppen, wenn der Reifen auch gerade links rum ist. Also sozusagen so. Wenn der Reifen so ist, kannst du ihn links stoppen, und wenn der Reifen an der rechten Seite ist, kannst du ihn rechts stoppen. Ich demonstriere das nochmal. Und zwar, der Reifen kommt um mich rum, ist hier vorne nah an meinem Körper, dann stoppe ich links und dann kicke ich ihn in die andere Richtung. Und wenn ich ihn hier stoppen will, dann drehe ich meinen Körper ein bisschen aus zur Seite, so, das ist ein bisschen leichter, und kann ihn dort stoppen. Man kann es auch gerade machen, so. Es ist für den Anfang aber deutlich schwerer. Es empfiehlt sich daher, den Körper, wenn man die Richtung wechselt, immer etwas mitzudrehen. Dann kriegt man Schwung und kann die Richtung wechseln. Das gleiche geht selbstverständlich auch mit den Schritten, die wir eben gelernt haben. Während man geht, kann man die Richtung wechseln und Schritte machen. Sobald wir den Richtungswechsel haben, ist es auch nicht mehr schwer, sich in Reifenrichtung zu bewegen. Sowie ein bisschen schwieriger, sich gegen. Und zwar, mein Reifen dreht sich links rum. Also mache ich kleine Schritte, die wir eben gelernt haben, jedoch in Reifenrichtung. Ich nehme meine Hand mit, damit ihr die Richtung seht. Ich drehe links rum und laufe langsam, kleine Schritte um Bauch. Und wenn ich rechts rum will, muss ich noch kleinere Schritte machen und das Ganze schneller. Bedenkt da auch immer eure Kontaktpunkte, die sind ganz wichtig. Jedes Mal, wenn ihr einen Schritt macht, habt ihr hier Kontaktpunkte, an denen ihr auch drücken müsst. Ihr könnt das langsam machen, aber auch mit viel mehr Power, und zwar schnell. Es hilft, wenn ihr eure Arme mitnimmt, Schwung holt, eventuell das Bein ein bisschen ausstellt, dass ihr mehr Schwung holen könnt, dann fällt das Ganze leichter. Was noch wichtig ist für den Anfang, ist eventuell wieder aus dem Reifen rauszukommen. Und das geht so wie auch am Anfang. Man muss mit den Unterarmen, so wie wir gestartet sind, hinter den Reifen kommen. Also so. Wieder so hinter den Reifen kommen. Wenn der Reifen vor einem ist, kann man die Arme nach hinten nehmen und den Reifen stoppen. Wenn die Handflächen unter dem Reifen sind, könnt ihr den Reifen einfach nach hinten kicken, seid dann außerhalb vom Reifen, lässt die eine Hand los und gibt ihn in die andere Hand. Dann seid ihr wieder raus vom Reifen. Ich demonstriere das nochmal. Wir spielen den Reifen im Bauch, machen einen Stop, machen noch einen Stop, gehen ein paar Schritte, drehen uns etwas und dann wollen wir das Ganze beenden, indem wir die Hände nach hinten führen. Wenn der Reifen so ist, wenn er vor einem ist, stoppen wir den hier mit den Händen, drücken die Handflächen nach außen, haben den Reifen hier außen, lassen mit der einen Hand los und mit der anderen Hand vor dem Reifen. Das ist auch sinnvoll zu lernen, da ihr später das nächste Tutorial, das ich zeigen werde, ist, dem Reifen außerhalb vom Körper zu spielen, in dieser Ebene oder auch in dieser Ebene. Und dann ist es natürlich eine schöne Kombi, wenn man den Reifen am Bauch spielen kann und ihn da auch wieder rauskommt, um dann fließende Bewegungen von außerhalb vom Körper.
So, das war's von mir. Wenn ihr noch Fragen habt oder euch irgendetwas nicht gelingt und ihr damit Probleme habt und nicht wisst, wie ihr weiterkommt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir sind grundsätzlich immer per Mail erreichbar über info@happyhooping.de oder ihr kontaktiert uns per Skype. Die Adresse lautet happyhooping.de und dann können wir die Cam anschmeißen und dann zeigt ihr mir, woran es hapert und ich versuche das zu lösen. Aber an sich ist es gar nicht schwer. Mit etwas Übung sollte es bald gelingen und unheimlich viel Spaß machen. Ich wünsche euch eine super schöne Zeit mit eurem Reifen und allzeit happy hooping. Bis bald!